Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Runde Styx Shards of Darkness. Wobei, nein, wie sag ich's anders? Sag lieber zur. Ah, nein, ich begrüße einfach erstmal nochmal. 3, 2, 1. Hat's aufhört zu lachen? Ich versuch's wirklich gerade, mich richtig schnell zu fangen. Das wäre fast ein Lacherfall geworden. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zurück. Oh ne, zurück ist es ja nicht. Mann! Weil wir Styx schon mal gespielt haben. Warte, stopp. 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Styx Shards of Darkness mit René. Du eine Runde? Oh. Ja. Und zu einer Runde heißt praktisch, wir haben dieses Spiel schon fast. Also, wir haben es jetzt zur Hälfte durch. Wir doch zur ersten Runde. Aber ja. Wir haben das Spiel schon gespielt. Und, richtig. Die ersten zwei Aufnahmen. Also. Muss man dazu sagen, wir haben das Spiel am Anfang gestreamt und, also wir haben den Stream gestartet und aufgenommen und dabei ist die Aufnahme, hat also einen riesen Delay, also, 4 Sekunden Delay. Ja, also ich konnte das nicht mehr richtig schneiden, vor allem, weil der Delay über das ganze Video verteilt immer größer wurde und das ging einfach nicht. Und deswegen nehmen wir es jetzt einfach nochmal auf, damit ihr auch die Story reinfindet, weil das sonst wäre scheiße, weil, Alter, der Sound, der ging gar nicht. Da hätte ich fast kotzt. Also, Styx Shards of Darkness. Wir spielen das im Koop-Modus. Neues Spiel, ist es scheißegal, welchen Modus ich nehme, weil, wenn man das zu zweit spielt, spielt man auf Meister. Also nehme ich jetzt einfach Eingeweihte und ich bin's ruhig. That many guards in one place must be a whorehouse. Even better, it's the guards' monthly payroll delivery. A delivery of vegetables, more our style. Let the pro do the hard work, then it's easy pickings for us. Der Dicke. What was I thinking when I took a job in this scummy rat hole? Watch your ass! What? You pushed me, you drunken piece of shit. Hi there. I'm the new accountant. What a fucking oops. I'm alive. This way. Come on. Move. So. So, heißt es, das Intro ist fertig? Nee, noch nicht ganz. Let the pro do the hard work. Smoking's bad for you, boys. Real. Ah, der Dicke mit seinem Brot. Und die Kakerlake, die da einen Zentner rausnimmt.
So, Prolog, die Stadt der Diebe. Jetzt sind wir soweit. Also, ich kann mich auch nicht mal einladen hier. Ja, es dauert noch Momente, aber es lädt noch. Also, wie gesagt, René und ich haben das schon mal gespielt. Ich gucke mal, eventuell schneide ich, auch wenn es asynchron ist, den Anfang rein, weil das einfach ziemlich witzig war. Am Anfang ist halt ziemlich viel Scheiß passiert. Aber es ist so, weil viel. Das Spiel eigentlich halt nicht konnten. Also, weil am Anfang haben wir halt gedacht, wir müssen alles killen, was auf dem Weg liegt. Wir haben halt alles weggeschrotet, was ging. Was haben wir noch gemacht? Wir waren immer zu langsam von der Zeit. Alarme. Wir haben einfach nur probiert, nicht zu sterben und eigentlich nicht entdeckt zu werden, was halt nicht immer so ganz funktioniert hat. Und wir haben halt eigentlich dann probiert, immer wieder alle wegzuhauen, die uns im Weg kamen. Doch dann haben wir mal gemerkt, wenn man Start drückt, kriegt man sowas vorgegeben, wie viel EP man kriegt, wenn man da zum Beispiel, also das sind halt Vorgaben, da kriegt man dann Gold, Silber, Bronze. Da seht ihr es gerade, Retro Alter. Und wir haben dann halt uns dazu entschieden, einfach mal das Spiel ohne Töten halt durchzuspielen und probieren auch ohne Alarm, also ohne gesehen zu werden dann in dem Fall. Und das mit der Zeit ist halt, ja, ne, wenn du das zum ersten Mal machst, dann ist fast unmöglich, irgendwie da mal Gold hinzukriegen. Hey, cool. Ich kann einfach eiskalt meinen High-Leveler nehmen, um da jetzt mitzuspielen. Ja, kannst du auch machen. Kann ich machen. Aber kriegt ja die Person, auch nichts. Die das neue Spiel machen muss. Kriegt ihr ja auch nichts. Also, ja. Und auch das Skilling-System, ihr werdet sehen. Oh, das war am Anfang so geil, wo ich das Skilling-System rausgefunden habe. Da hatte ich so coole Sachen, ich wollte so coole Sachen mit reinschneiden, aber es geht jetzt halt einfach nicht, weil es halt so asynchron ist. Und es, ich hoffe, ihr verzeiht uns das irgendwie. René und ich spielen es ja extra nochmal für euch neu und versuchen, dass Styx und sein grauer Kumpane, der jetzt gleich spawnen wird. Du bist bei mir schon beigetreten. Ja, warte, auf was steht hier noch? So, jetzt. Da werde ich auskotzt und los geht's. Jetzt kommt natürlich nochmal das Tutorial mit rein, ne, die ganze Zeit. Ja. Na, hier, Fackeln ausmachen. Lichter aus. Also wir probieren es auch schnell und... Ja, wir probieren mal unsere, also ab Mission, wobei Mission 2, da haben wir das Spiel schon kopiert gehabt. Zum Beispiel bei der Stelle hier beim Runterhangeln sind wir schon 4 oder 5 Mal gestorben gewesen. Und eventuell kann es auch sein, dass ich in den ersten 2 Missionen jetzt hier ziemlich oft verkacken werde, weil es ist Ostern, also frohe Ostern, Leute. Und ich habe halt dezent Alkohol getrunken. Und also ich habe gerade... Als ob das sitzt am Anfang. Geh mal unten rum. Oh Gott. Ich sehe nichts. Hä? Ich kann mich nicht bewegen. Was hast du für Ping? Ich habe keine Ahnung. Also bei mir ist alles normal. Ich habe einen 17er. Jetzt geht's. So, ich habe auch 60 FPS so, also. Also wenn wir so runterdrücken, können wir verschiedene Sachen auswählen, das werdet ihr noch sehen. So, man hat auch mehrere Möglichkeiten im Spiel, um Leute zu töten, beziehungsweise ablenken. Also es ist ein reines Schleichspiel eigentlich. Aber ich zeige euch das jetzt einmal. Ein Beispiel wäre jetzt, könnte ich hier rein und das wäre jetzt ein Mensch. Könnte ich jetzt hier zum Beispiel den Kronleuchter, der würde sich das angucken. Und dann könnte ich an dem vorbeigehen und weitergehen, praktisch gesehen. Zum Beispiel wussten wir beim ersten Mal durchspielen auch überhaupt nicht, dass es hier oben lang geht. Was halt alles ein bisschen... Es war halt alles sehr, sehr viel neu für uns erstmal. Also der Prolog war... Wir haben nur für den Prolog... Wir haben, also wir haben... Ja, wir haben für den Prolog halt 1,5 Stunden gebraucht. Also nur für die Stellen hier praktisch schon haben wir schon 20, 30 Minuten gebraucht. Warum ist eigentlich die scheiß Maus in der Mitte? Sondern dafür, dass wir halt weiter sind. Weil, wie gesagt, spielt man das automatisch auf der schwersten Stufe. Ja. Und auf der schwersten Stufe kann man keinen Schnellspeicher machen. Ich habe das mal aus Spaß ausprobiert. Wir werden da wahrscheinlich direkt in der zweiten Mission, nicht in der ersten, sondern in der zweiten Mission, weil hier ist ja Prolog, erste Mission, zweite Mission und uns ist halt der Prolog und die erste Mission flöten gegangen. Prolog und erste Mission ist flöten gegangen. Ja. Etwas neuer sehen. In der zweiten Mission reden wir zum Beispiel zum ersten Mal darüber, was wir überhaupt für eine Schwierigkeit wirklich haben. Nee, das haben wir schon in der ersten Mission drüber geredet. Nee, aber in der zweiten Folge ganz am Anfang diskutieren wir das immer noch die ganze Zeit. Was tötest du denn jetzt? Müssen wir.
Nein, müssen wir nicht. Haben wir schon oh. Und da haben wir schon das erste Mal kein Gold. Ja, wir wissen ja, wie es weitergeht. Ja, wie wollen wir jetzt an den Dude vorbeikommen? Ja, eigentlich lieber Gold, aber okay. Pass auf, schmeiß da jetzt nichts um. Direkt um dich rechts rum ist auch was, das du umschmeißen könntest. Weil ich habe das jetzt mal auch alleine ausprobiert gehabt. Das Schnellspeichern, du speicherst einfach genau da, wo du stehst. Und kannst dann einfach von da starten. Also ist das hart assozial. Ziemlich einfach. Ziemlich einfach dann. Habe ich gerade einen Ablenkungsgegenstand aufgenommen? Nee, ne? Komm mit. Oh ja. Wir haben hierfür das letzte Mal so lange gebraucht. Das weiß ich noch. Du hast also das letzte Mal hingesprungen. Ich weiß, dass man auch die 10 Minuten nicht hinkriegt und by the way. Wieso ist denn als die Maus da? Warum machst du das denn? Wenn die da weggehen. Ja und? Du musst da unten rein. Hier speichert er zum Beispiel im Spiel automatisch einfach. Der hier zum Beispiel auch gleich den Tipp, Leute zu vergiften. Wollen wir es mal aus Spaß machen? Wir dürfen ja mehrere Leute töten. Vergift es mal. Wenn du ja Start drückst, dürfen wir jetzt hier weitere Leute töten. Goldschnelligkeit schaffen wir nicht, Silber wird knapp. Platten, würde ich mal behaupten, kriegen wir Gold hin. Bleib doch hier und guck dir meinem Verrecken zu. Ja, ging ja mal. Also ich könnte ihn jetzt auch töten, aber ich lasse ihn jetzt verrecken. Versteck den dann gleich. Er frickt gar nicht. Der hat sich einfach... Das dauert auch. Ach so, ja, so viel Zeit habe ich in meinem Leben nicht. Ja, guck jetzt. Und tschüss. Ja, schönen Feierabend. See if there's something useful around here. Wenn du hochkommst, pass bitte auf. Oh. Damit sehe ich, dass du hier die ganze Zeit Leute umbringst. Nein. Ich habe hier die belauschte die Elfen gemacht. Ich bin ganz oben in der Kneipe fast. Das ist jetzt ein Problem. Weil hier konnte man ja auch einfach hoch. Wie was ging denn das denn nochmal? Ach, hier konnte ich hoch. Boah, mach doch nicht so einen Krach! Was für Krach? Doch alles gut? Geht ab. Bin mal von woanders da gekommen. Ja, ich hab's gemerkt. Also wie gesagt, das ist ein reines Schleichspiel. Beziehungsweise entweder Meuchlerspiel. Kann man sich ja aussuchen. Ja. Wie viele Leute dürfen wir töten? Ja, hey, haut rein! Versteck dich! Komm hier rein, versteck dich! So. Wir haben 4 Stück schon getötet. Also keine 5, ne? Nein. Jetzt können wir reinhauen, ne? Ja, Gewalt, das war ein Versehen. Also... Ich geh mal hoch, ne? Ja. Also wir haben letztes Mal... Als wir so weit letztes Mal waren, waren wir bestimmt schon 7 oder 8 Mal verreckt. Das weiß ich noch. Minimum. Lausche, die Elfen können wir auf jeden Fall schaffen, ne? Ja, das haben wir letztes Mal auch geschafft gehabt. Ja, deswegen. Na los, dreht euch rum. Warum ist denn meine Maus jetzt in der Mitte? Keine Ahnung, bei mir ist meine Maus gar nicht da. Verstehe ich gar nicht, wieso? Oh, das war laut. Komm jetzt wieder da unten.
Aua. Was hast du denn jetzt? Ich vielleicht nicht machen soll. Ich oh, Alter, das ist knapp. Also mit Sand kann man auch die Fackeln auswerfen und sowas. Also wir haben schon viel rausgefunden gehabt. Und hier sind wir am Anfang rumgelaufen. Hier auf der Position ist so viel, sind so viele Wachen. Und rüber. Und rüber. Und rüber. Ich kletter einfach hoch und da ist eine Wache. Und ihr merkt auch, also ihr werdet auch sehen, dass ich in der... Alter Verwalter, jetzt pullert der hier. Ihr werdet auch sehen, dass ich in der ersten Mission oder in der zweiten und dritten Mission noch erkältet sein werde, weil wir haben eine Aufnahmesession gehabt. Da höre ich mich noch ein bisschen anders an. Da habe ich dann noch... Stimmt, da habe ich auch noch mehr Bart. Ja, ich habe noch mehr Bart. Aber ich habe mich rasiert. Was machst du denn da oben? Hast du wieder Blödsinn? Belausche die Elfen und Soldat der Wachen mache ich hier. Ja, ich weiß auch gar nicht, warum ich hier hingegangen bin. Weil Soldat der Wachen müssen wir ja, glaube ich, machen als Hauptquest. Finde ich eigentlich ganz cool in dem Spiel, dass es hier gar nicht richtig angibt, was du machen musst eigentlich. Sondern es gibt nur an, das kannst du machen, das kannst du machen. Was du im Endeffekt richtig machen musst. Kannst dir gar nicht richtig sicher sein eigentlich. Ja, normal, Junge. Mach schon mal was anderes, ne? Ja, ja. Gut. Also ich mach Belausche die Elfen und Soldat der Wache, hab ich jetzt. Ja, hab ich das. Ich mach das andere Soldat der Wache. Ja, und unter mir ist auch nochmal 12 Meter Soldat der Wache, also. Ich glaube, da bin ich gerade. Also ich bin jetzt bei dem. Egal. Oh, ach, Junge, ich merk den Wein, ne? Kann ich nicht endlich mal abhauen, Alter? Das ist halt extrem nervig. Ja, endlich okay, jetzt auch. Jetzt kletter ich hier hoch. Oh, jetzt weiß ich wieder, was kam. Das war so asozial schwer. Jetzt war der da halb tot. Ja, ne? Nice. So. Also wie gesagt, im ersten paar Missionen, da sind wir auch viel langsamer und viel, viel vorsichtiger vorgegangen. Wie läuft denn der nochmal seine Runden? Der da pennt, da muss ich, darf ich nicht so laut sein. Eieieiei. Habe ich aber jetzt nice gelöst hier. One more. Ich hab's. Okay, jetzt ist nur noch das unter mir. Aber wie komme ich da dran? Wie ging's denn nochmal? Ich muss auch irgendwie hochkommen, ne? Oh oh! Was hast du getan? Easy! Easy, alles gut. Alles easy. Easy peasy, Junge. Easy peasy. Ich hab was, ich hab eine Tür aufgemacht. Das fand einer nicht so witzig. Ach Leute, jetzt sucht mich doch nicht alt. Jetzt überlegt mal. Wir haben jetzt gerade nicht mal 20 Minuten aufgenommen, haben diese Mission schon geschafft. Das ist halt einfach krass, wie schwer die Missionen im Endeffekt noch werden. Can't find him anywhere. Bizarre. Couldn't find anything. Ach hier, der Dude ist das noch. Oh. Bist du soweit? Wir durften ja zum Glück 5 Tüten. Upsi! The smell of booty.
Ja, ich habe gerade alles geklaut. Ich habe den auszusehen getötet, einfach so. Also kannst du das mit den Elfen noch schaffen? Warte mal. Das ist mein Energy. Something, so ohne Lust. Belausche die Elf. Ja, ich kann es mal ausprobieren. Ja, das wäre super, weil dann haben wir alles, weißt du? Oder? Nee, da haben wir, das fehlen uns nur noch Dings. Oh Leute, wenn man select, da steht ja Mission. Stimmt ja. Nein, hängen alle, da fehlt uns noch eins weiteres. Oh Mann. Aber wo ist das dann? One more time. Okay. Kann ich die Mission beenden oder willst du es jetzt noch machen? Ey, lass uns doch noch probieren, alle zu finden. Ja, wenn, dann will ich auch in der Zeit schaffen, oder? Ja, wie viel Zeit haben wir denn? 15 Minuten haben wir noch. Achso, ja, mach! Be on your guard. Something's on the loose. Ja, zu spät. Ja! Du Trottel! Du sagst in der Zeit und dann... Ich hab nicht darauf geachtet, wie viel Zeit noch ist. Ich dachte, dass du fest drauf guckst und ich gucke drauf. Ja, du hast nur noch... Jetzt waren wir eine Sekunde zu lang. Kann das nicht dein Ernst sein? Ich wollte Bronze machen, war safe. Da krieg ich nochmal 30 Punkte. Weil ich die Mission ja schon gemacht habe, krieg ich nochmal 30 Punkte. Weil wir davor mehr getötet haben. Ach so, ja klar. Ja, nice, dann wollen wir weitermachen.